Ich muss mal gleich schauen, wenn ich alles einlade. Da kommen sicher so 20 Leute und ein paar Vögel zusammen. Was schaust du denn so ernst? Frei, du weißt doch, dass wir dieses Jahr und am Anfang nächsten Jahres, das ist noch immer noch dieses Corona? Ja, das tut mir leid. Aber warum denn? Weißt du, weil sich gerade wieder ganz viele Leute anstecken. Und vor allem, weil man das am Anfang nicht so richtig merkt, wenn man das Virus hat, dann kann man ganz viele Leute anstecken. Und wenn du dann mit ganz vielen Freunden gefeiert hast, braucht nur einer dabei sein, der den Virus hatte. Und ganz viele können sich anstecken. Also infizieren, sagen da die. Infizieren! Ganz besonders kritisch ist das bei den älteren Leuten, bei Oma und Opa. Aber auch bei Menschen, die schon vorher manchmal bestimmte Krankheiten hatten. Wir wollen das einfach nicht, dass andere angesteckt werden. Na, das verstehe ich. Och, Menno. Ich dachte, halt Maske tragen, Flügel putzen und Abstand hatten, das hätte schon was gebracht, aber nein. Aber es hat geholfen. Sonst wären jetzt noch viel mehr Menschen krank. Und da kannst du stolz sein, dass du immer weitergemacht hast. Seit dem Frühjahr ja schon. Ja. Aber da wir jetzt gerade im Winter ja so viel drin im Haus sind und uns eher treffen, können wir uns natürlich auch eher infizieren. Anstecken. Ja, genau. Und weil kein Wind weht, der das Virus vielleicht dann wegträgt, wegpustet. Und so schön der Winter auch ist und wir eher daheim mal kuscheln, so schwierig ist das gerade bei Corona. Aber was mache ich denn dann jetzt? Ich habe mich doch so gefreut. Ach, Frei, es gibt auch ein paar gute Nachrichten. Wir kennen das Virus durch die vielen fleißigen Wissenschaftler jetzt schon viel besser. Und es wird bald eine Impfung geben. Nein, da brauchst du keine Angst haben. Das heißt, ich nehme an, dass wir nächstes Jahr deinen Geburtstag dann ganz normal wieder feiern können. Oh, dann feiern wir doppelt. Ich gebe zu, ich bin etwas müde deswegen und manchmal auch genervt. Aber das nützt ja nichts. Sind andere auch. Genau. Schau mal, in der letzten Zeit haben wir auch weniger Filme für die Kinder gedreht. Kannst dich erinnern? Ja. Weil das gerade schwierig ist. Irgendwo ohne Maske rumzustehen und einen Film zu drehen und Dinge zu zeigen. Vieles hat geschlossen, wie zum Beispiel die Kuppel vom Reichstagsgebäude. Da waren wir mal, ja. Mir macht das eigentlich total Spaß, mit dir rumzulaufen. Aber ich weiß, dass es bald wieder funktionieren wird. Und dann legen wir beiden wieder so richtig los. Oh ja! Bis dahin überlegen wir uns was ganz Tolles für deinen Geburtstag, was du und ich zusammen machen können. Oh ja! Das haben nämlich auch ganz viele Leute dieses Jahr gemacht. Sie haben sich etwas einfallen lassen, wie sie zwar Geburtstag, aber nur mit ganz wenigen Leuten feiern können. Aber vorher, da sagen wir den Kindern draußen einfach mal ganz herzlich Tschüss. Macht's gut! Bis bald!